Die Umweltschule Dissenchen hat sich mit gleich 4 Projekten am Cottbusser Kinder- und Jugendumweltwettbewerb der Stadt beteiligt. Mit Farben und Spraydosen in der Hand setzten die kleinen Klimaaktivisten dabei ein Zeichen für den Umweltschutz. So wie hier haben viele Cottbusser Schulen und Horte an dem Umweltwettbewerb der Stadt teilgenommen. Was gehört zu einer grüneren Stadt und was macht diese aus? Wie kann man die Umwelt auch während des Strukturwandels nachhaltig bewahren? Diese großen Fragen sollten die kleinsten Cottbusser beantworten. Und das am besten kreativ. Die stärksten Ideen und Konzepte wurden dann gestern in der Spreegalerie ausgezeichnet. Nach knapp 2 Jahren Pandemiepause ist die Stadt froh, diesen wichtigen Wettbewerb weiterführen zu können. Dass Kinder sich für Umwelt schon engagieren, was kann es Nachhaltigeres geben, wenn gleich über diesen Weg auch noch die Eltern mit infiziert werden? Weil das ist ja so, das passiert dann in den Familien. Man beschäftigt sich mit Projekten, spricht das zu Hause beim Frühstücks- oder Abendbrottisch durch und dann bleibt für alle was hängen. Bin ich ganz stolz, dass es Kinder gibt und Lehrer und überhaupt Unterstützer, die so etwas unterstützen. Mit ihren farbenfrohen Ideen konnten die Zweit- bis Viertklässler der Umweltschule Dissenchen 4 Preise gewinnen. Dazu gab es noch eine kleine finanzielle Unterstützung. Insgesamt 1.400 Euro haben die Schülerinnen und Schüler für ihre Schule gewonnen. Es ist ein gutes Gefühl, jetzt so viele Preise zu gewinnen. Und wir werden mit den 1.400 Euro auch was Schönes, Neues für den Hort kaufen. Das zum Beispiel, wir haben keine Schaukel und dann, wir wünschen uns alle eine Schaukel. Vielleicht könnte das ja mal irgendwann in die Erfüllung gehen. Rund 4.000 Euro gingen an verschiedene Bildungseinrichtungen in Cottbus und Umgebung. Und wer jetzt Lust bekommen hat, sich die kleinen innovativen Ideen selbst mal anzusehen, der hat Glück. Bis auf Weiteres sind alle Projekte der kleinen Klimaforscher noch im Cottbuser Stadtmuseum anzusehen.